Es geht darum, ob und welche neuen Impulse digitale Medien im Selbststudium setzen können. Im Mai gab es auf bildungsklick.de, das ist eine Plattform für digitale Informationen in der Lehre, ein Interview mit einem indischen Professor, überschrieben mit Kinder lernen fast alles alleine, wenn man ihnen nur einen Computer zur Verfügung stellt. Der beschrieb da ein Szenario in einem indischen Slum, wo er einfach einen Computerraum zur Verfügung gestellt hat, und sein Ergebnis war, dass nach 9 Monaten die Kinder ungefähr so weit waren wie europäische Bürokräfte, ohne dass sie besonders viel dabei unterstützt wurden. Er nannte das in Anlehnung an die Chirurgie minimalinvasive Pädagogik. Ja, und wenn das so einfach wäre, dann bräuchte ich diesen Vortrag, glaube ich, nicht zu halten, zumal wenn es bei Erwachsenen so einfach wäre. Aber es ist natürlich schon die Frage, ändern Computer was, also Medien zur Verfügung gestellte Medien im digitalen Medium? Angenommen wurde die Veränderung durch Medien aber schon früh. Mir hat immer dieses Zitat von Christian Gotthilf Salzmann schon sehr früh sehr gut gefallen. Das klingt etwas männerzentriert und etwas martialisch, aber ganz spannend. Die Einrichtung unserer Universitäten ist in Zeiten gemacht worden, da die Welt noch arm an Büchern war und ein Mann, der lesen und schreiben konnte, unter die Seltenheiten gehörte. Und in diesen Zeiten mochten sie sehr nützlich sein. In unseren Zeiten machen sie aber eine so elende Figur wie eine Festung, die in Zeiten der Kreuzzüge angelegt wurde, in einem Kriege, wo man zur Erstürmung der Festungen Bomben und Kanonen zu bauen pflegt. Also schon eine frühe Idee davon, dass Medien, in dem Fall Bücher, also schriftliche Medien, Institutionen wie die Universitäten überflüssig machen würden. Die Diskussion haben wir jetzt gerade im Zusammenhang mit den Massive Open Online Courses, also mit den online zur Verfügung stehenden großen Kursen internationaler Universitäten, auch schon so ein bisschen geführt. Zu Zeiten von Salzmann hat sich das nicht erfüllt, und ich glaube aus zwei Gründen. Zum einen hebt er zwar die Medien hervor, aber er beachtet eben nicht den Kontext der Universität. Das heißt vor allen Dingen, dass es ja nicht nur um Input geht, sondern dass man den sozialen Zusammenhang braucht, das Lernen mit den anderen zusammen, und auch, dass es darum geht, Wissen und Inhalte weiterzuentwickeln und in Kontexte weiterzugeben. Trotzdem waren Medien für das Selbststudium schon immer ein wichtiger Faktor. So hatte schon sehr früh, 1728, also vor Salzmann schon, erste Materialien gegeben, die für das Fernstudium aufbereitet waren, und die erste Fernuniversität, und wahrscheinlich nicht ganz zufällig, in Südafrika gegründet, also in einem Kontext, wo man nicht einfach in eine Universität besuchen konnte. Aber die Kommunikation war natürlich noch sehr eingeschränkt. Es ging um Fernstudienmaterialien. Ganz interessant finde ich diese Abbildung aus dem Archiv der Fernuniversität in Hagen. Das rechte hier zeigt eine frühe Schallplatte zum Englischlernen von Anfang des 20. Jahrhunderts. Also ich habe mich gewundert, wie früh es schon Schallplatten gab. Man hat halt versucht, eben diese multimedialen, dieses andere Medium für Sprachenlernen auf die Entfernung zu verwenden. Dann ging es aber richtig weiter mit den Open Universities jetzt in den 1960er Jahren. Dann mit didaktischen und fernstudiendidaktischen Konzepten, mit Fernstudienzentren, wo eben genau dieser Charakter des gemeinsamen Lernens, des sich gegenseitig Unterstützens präsent vor Ort versucht wurde, eben zu unterstützen. Dieses könnte man Multimedia Distance Teaching nennen. Und dann sind wir natürlich jetzt vielleicht seit Anfang der 2000er Jahre in der Computer- und Internetgeneration gelandet. Dies alles, auch die letzte Folie, ist in Anlehnung an Olaf Zawacki Richter, die gekennzeichnet ist von dem, was wir auch heute noch erleben, der massenhaften Verbreitung von PCs. Schönes Zitat, die explosionsartige Entwicklung des Internet mit dem World Wide Web. Virtuelle Lernumgebungen, also LMS, was wird hier an der Uni Wien verwendet, Moodle wahrscheinlich. Möglichkeiten, multimediale Inhalte viel leichter darzustellen, als das bisher möglich war. Und natürlich vor allen Dingen auch die Entwicklung von Web 2.0-Technologien, also die Möglichkeiten, sich selber zu beteiligen. Und
mobile Endgeräte, die es möglich machen, unkompliziert an sehr vielen unterschiedlichen Orten zu lernen. Es hat sich also eine rasende Entwicklung tatsächlich mit den digitalen Medien ergeben. Ja, und damit bin ich jetzt so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen, ohne Ihnen zu sagen, worüber ich eigentlich sprechen will. Aber dafür haben wir den ersten Punkt schon abgehakt. Also so ein bisschen den Rückblick, was ist bis heute passiert. Ich möchte mich jetzt dann als nächstes damit beschäftigen, was ist überhaupt Selbststudium, welche unterschiedlichen Modelle gibt es dazu und was sind die Rahmenbedingungen. Der wesentliche Teil meines Beitrags ist dann der dritte. Da möchte ich praktische, konkrete Beispiele vorstellen, insbesondere auch aus unserem Portal eTeaching.org, die dort vorgestellt werden und danach eben mit Ihnen in die Diskussion kommen. Selbststudium nimmt man häufig so als einen globalen Begriff. Ich möchte es aber, ich muss immer daran denken, dass ich an beiden Stellen weiterklicken muss. So. Ich möchte es aber begrifflich nochmal unterteilen. Und zwar beginnen mit dem sogenannten freien Selbststudium. Studierende setzen sich einfach mit dem auseinander, was sie interessiert und was sie online finden, mit Themen, die sie selber sich setzen und die sie selber bestimmen. Diese Inhalte sind nicht vom Curriculum vorgeschrieben. Möglicherweise gibt es Anrechnungsmöglichkeiten, aber möglicherweise auch nicht. Mit ECTS, das würde man unter freies Selbststudium fassen. Individuelles Selbststudium dagegen ist die individuelle Beschäftigung mit bestimmten Lernmedien oder Lerninhalten, die einzelnen Studienmodulen zugeordnet sind, die aber keine vorstrukturierende Arbeitsaufträge beinhalten, keine Begleitung durch die Lehrenden und die Arbeitsergebnisse werden auch nicht eingefordert. Und das begleitete Selbststudium schließlich würde ich fassen als die Studierenden arbeiten selbst organisiert, individuell oder auch in Gruppen, um vorgegebene Aufgaben zu erfüllen. Dabei kann man unterscheiden zwischen einer begleiteten Selbstlernzeit, in der Sie Tutoren oder sonstige Lehrende haben, die Sie unterstützen, und der unbegleiteten Selbstlernzeit, in der Sie sich eigenständig mit den Inhalten befassen. Ich möchte den Begriff selbst noch weiter differenzieren. Ich fand die Fassung selbst plus ganz schön. Und darunter würde man Ergänzungen wie Selbststeuerung, Selbstregulation und Selbstbestimmung fassen. Selbststeuerung meint, dass natürlich trotz allem selbst auch Rahmenbedingungen gegeben sind, die die Entscheidungsspielräume, Gestaltungsspielräume, Handlungsspielräume der Einzelnen umgeben, innerhalb derer sie sich bewegen. Und da wäre für Lehrende die Frage, welche Freiräume und welche Verbindlichkeiten sollten sie eben in ihrer Lernumgebung schaffen, damit die Studierenden eben einen klaren Rahmen für ihre Selbststeuerung haben. Selbstregulation würde das bedeuten, was quasi innerhalb der einzelnen Personen vor sich geht, die innere Strukturierung des Lernens, die eigene Vorstrukturierung, eigenes Vorwissen, Kognition, auch Metakognition, wie gehe ich mit Inhalten um, die Motivation und solche Dinge. Und da stellt sich für Lehrende die Frage, welche Unterstützungsangebote müssten sie den Studierenden zur Verfügung stellen, und schließlich unter Selbstbestimmung die äußere und die innere Regulierung aufeinander einzustellen und zu gucken, wie man damit umgehen kann. Kleiner Cut. Selbststudium hat ja auch Rahmenbedingungen an der Universität und die sind seit Bologna neu. Wir haben es jetzt seit der Bologna-Reform mit dem Begriff Workload zu tun, den es bis vorher noch nicht so gegeben hat. Die Studiengänge und so weiter an verschiedenen Universitäten europaweit vergleichbar zu machen. Damit wird dann eine Planungsgröße festgesetzt, die ungefähr zeigt, wie viel Zeit Studierende mit der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Modul verbringen sollten. Und das dient der Vergleichbarkeit. Selbststudium in diesem Rahmen
bedeutet eben einen Teil der studentischen Workload. Workload ist alles, das, was Sie in der Präsenzphase, in der Präsenzlehre absolvieren und das, was Sie selber tun, definiert. Hier habe ich jetzt die Definition übrigens genommen von der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz, die ein Bologna-Glossar auf ihrer Seite hat. Und da heißt es eben so, zum Selbststudium gehören Zeit für die Vor- und Nachbereitung, Lektüre, Hausarbeiten, Prüfungsvorbereitung, Abschlussarbeit. Hervorhebungen sind von mir. Und wir sind durch diese Regelung, durch die Bologna-Regelung, mit neuen Dingen konfrontiert worden, die es vorher so nicht gab, nämlich die Frage, wie schätzt man das denn überhaupt ab, wie viel Workload so ein Modul braucht. Dazu gibt es online diverse Hilfen, die Sie möglicherweise auch kennen, sowas wie diesen Leitfaden Selbststudium, hier von der Universität Erlangen-Nürnberg. Die stellen sowas für Lehrende zur Verfügung und da stehen dann zum Beispiel so Dinge drin wie, wie berechnet man für die eigene Veranstaltung den Workload und was gehört überhaupt dann zum Selbststudium, was gehört in die Präsenzphase und was gehört zum Selbststudium. Das ist dann hier unten das Eingekastelte und da ist das zweite von unten unser Thema. E-Learning-Einheiten spielt also bei der Gesamtkonzeption insgesamt immer eine relativ geringe Rolle. Noch einen übergeordneten Punkt zur Workload-Berechnung auch. Möglicherweise kennen Sie die Workload-Studie von Schulmeister Metzger aus dem Jahr 2012. Weil das eben so ein neues Thema ist, haben die sich damit befasst, wie kann das denn überhaupt, also wie realistisch sind denn die Dinge, die man da auf einmal annimmt für Workload? Und das wäre eine sehr spannende Sache, auf die man länger eingehen könnte. Dazu ist hier keine Zeit, aber ein zentrales Ergebnis war, die Workload sage ich jetzt schon, so wie in der Studie, sonst sagt man häufig der Workload, schwer zu sagen. Also, dass ein zentrales Ergebnis war, dass die Studierenden, also vielleicht noch zum Rahmen, viele Studierende, mehrere Studiengänge wurden über 5 Monate lang aufgefordert, mit einem Online-Tool jeden Abend anzugeben, wie viel Zeit sie wofür verbracht haben, mit Präsenzveranstaltungen, mit Selbststudium unterschiedlicher Art, in Gruppen allein und so weiter und wie viel sie für Freizeit und sonstige Dinge aufgebracht haben. Und ein zentrales Ergebnis war, dass die Workload immer erheblich niedriger war, als die Studierenden selber angenommen haben und auch als sie angesetzt oder vorausgesetzt wurde von den jeweiligen Lehrenden. Also im Schnitt über die 5 Monate angenommen wurde immer 750 Stunden, im Schnitt lag das bei ca. 500 Stunden, also deutlich drunter. Und es ergaben sich starke Streuungen. Ups. So sieht man zum Beispiel, hier sieht man Selbststudium und Präsenzzeit. Und da sieht man eben zum Beispiel, dass derjenige in diesem Kurs hier, um den es jetzt geht, eine geringe Selbststudienzeit und auch geringe Präsenzzeit hat, während derjenige im Kurs mit den meisten Selbststudienzeiten fast 1000 Stunden verbracht hat, hat der also nur um die 200 Stunden verbracht. Also eine starke Streuung zwischen den einzelnen Studierenden. Aber sowas kann man auch bei unterschiedlichen Kursen ausmachen und man kann es auch ausmachen zwischen Studiengängen oder abhängig davon, zum Beispiel welche Prüfungsformen eingesetzt wurden. Und was ich für unseren Zusammenhang jetzt sehr interessant finde auch, ist dieses Beispiel, wo man dann ausprobiert hat, was ändert sich denn bei demselben Modul, wenn man es unterschiedlich didaktisch framet. In diesem Fall hier ging es darum, wurde das Modul einfach über die 5 Monate normal in wöchentlichen Abständen durchgeführt. In diesem Fall wurde dasselbe Modul vom selben Lehrenden mit denselben Inhalten in einer Blockveranstaltung durchgeführt. Und hier zeigt sich, dass sich die Zeit, die die Studierenden mit dem Modul verbracht haben, vermehrfacht hat, könnte man sagen. Also sowohl die Präsenzzeit hat sich bei dem zweiten Kurs gesteigert. Offensichtlich waren die Studierenden motivierter, in die Veranstaltung zu gehen, als auch die Selbststudienzeit alleine und die Selbststudienzeit in Gruppen. Und das finde ich für unseren Zusammenhang deswegen interessant, weil in Anführungsstrichen, es kommt nicht auf den Inhalt an, es kommt nicht in dem Sinne auf die Materialien an, sondern es kommt auf das didaktische Setting an. Und das ist natürlich auch im Kontext mit digitalen Lernmaterialien immer der entscheidende Faktor. Zu der Frage, wie man jetzt didaktisch daran geht an die Selbstlernzeiten,
quasi zu planen, gibt es mehrere Modelle. Ich beginne mit dem hier von Jena. Da steht der Lehrende im Mittelpunkt. Und man sieht hier, dass er quasi Kenntnisse hat, dass er sich auskennt mit seinen Inhalten natürlich, mit den Zielen, die er erreichen will und mit den Methoden, wie er das Lernen begleiten will. Was er aber nicht, was ihm fehlt, sind Methoden zur Diagnostik dessen, wo denn die Studierenden überhaupt stehen. Und das ist das, was wir eben auch schon mal gehabt hatten bei der Frage mit Selbstregulation und Selbstorganisation. So. Diese Sachen sehen Sie nämlich hier im Mittelpunkt, wenn man den Studierenden ins Zentrum stellt. Dann haben Sie hier wieder diese Faktoren wie Kognition, Metakognition, Motivation, von denen man eigentlich ausgehen müsste, wenn man plant, wo und wie die Studierenden selbst studieren sollen, wie sie begleitet werden sollen. Und dann kann man das eben wieder abhängig machen von Fach, Person, Methode und, kleiner Punkt hier, von den Medien, die dabei eingesetzt werden sollen. Ich habe mal versucht, diese Modelle sozusagen zusammenzubringen. Dann hätte man eben die Lehrenden und die Studierenden innerhalb der Rahmenbedingungen, die sie natürlich immer vorfinden an den Hochschulen, die Lehrenden mit der Kenntnis über ihre Fachinhalte und so weiter, die Studierenden mit der besonderen Expertise darüber, wo stehen sie denn überhaupt, und die greifen dann gegenseitig, hier gibt es dann immer so einen Weak Link dazu, wie kommuniziert man digital oder wie werden die Aufgaben gestaltet und so weiter, aber eigentlich sollte das dieses Gesamtpaket einmünden in die Lehr-Lern-Situation, und darum soll es jetzt im Folgenden gehen. Ich habe das hier noch einen Schritt zurück. Ich habe das deswegen hier so nebeneinander gestellt, Lehrende und Studierende, weil mir an der Stelle auch wichtig ist, dass Lehren und Lernen ein, so haben wir das mal früher in einem Projekt genannt, Co-Produzenten-Verhältnis ist. Also häufig in Anführungsstrichen macht man die Lehrenden dafür verantwortlich, was denn zum Schluss dabei rauskommt, wenn sie die Lernsituation gestalten. Aber es hängt natürlich immer davon ab, auch wie die Studierenden damit zusammenarbeiten. Sehr aufschlussreich fand ich zum Beispiel eine Studie mal mit, wie müssen Lernmaterialien didaktisch aufbereitet worden werden, und das Ergebnis war, wenn die Studierenden, die lernen, motiviert waren, dann haben die auch mit schlecht aufbereiteten Lernmaterialien ziemlich gut gelernt, und umgekehrt, mit den am besten aufbereiteten Materialien haben Studierende nicht gut gelernt, die nicht motiviert waren. Deswegen ist mir an dieser Stelle eben das, was ich hier Co-Produzentenverhältnis nenne, sehr wichtig. Da wäre eben auch die Frage im Weiteren, wie weit sowas durch digitale Medien ersetzt werden könnte. Sehr nett fand ich, wenn man jetzt an den Einsatz von Medien geht. Diese Karikatur, auf die Franziska Zellweger-Moser aufmerksam gemacht hat, können Sie das sehen mit dem Seil und der unteren Darstellung, dass es einfach nicht von selber springt. Also man muss irgendwie da aktiv werden. Und meine Frage ist, ob digitale Medien ein bisschen so eine Art Trampolinfunktion haben könnten, dass es eben einfacher ist zu springen, dass das Springen unterstützt wird und dass man so ein bisschen mehr weiß, was man da mitmachen kann. Und damit komme ich dann endlich zu dem zentralen Punkt. So. Und möchte einen Überblick über digitale Medien im Selbststudium geben anhand von praktischen Beispielen. Das möchte ich unterteilen in das, wie ich eben angefangen hatte. Beginne bei dem freien und individuellen Selbststudium, und der zentrale Schwerpunkt wird dann sein, das begleitete Selbststudium. Ja, digitale Medien. Wo ist die Tastatur? So. Bieten natürlich zahlreiche Möglichkeiten, auf Lernmaterialien zuzugreifen, auch auf ganze Kurse. Klassisch ist das, sind Massive Open Online Courses geworden, MOOCs, sagt Ihnen das was? Wahrscheinlich schon. Nein, Massive Open Online Courses
begannen oder die Welle von über Massive Open Online Course begann damit, dass ein Stanford-Professor seine Vorlesung über Videos ins Netz gestellt hat und sehr schnell sehr viele Studierende weltweit daran teilgenommen haben. Beim zweiten Kurs waren es 140.000, also nicht, keine zu vernachlässigende Zahl, die dann auch schnell zu der Diskussion geführt hat, wie notwendig sind Universitäten noch, wenn man ja weltweit daran teilnehmen kann. Nach dem ersten Hype zu dieser Veranstaltungsform stellte man dann schnell fest, dass nicht sehr viele Lernende diese Kurse auch mit einer Abschlussprüfung beendet haben. Trotzdem war das natürlich ein Faktor, der Selbststudium, Selbstlernen ermöglicht und zur Verfügung stellt. Und was Sie hier sehen, ist das Screenshot einer Online-Veranstaltung bei uns auf eTeaching.org. Und da gab es eine Diskussion dazu, in der eine Studierende dann im Chat geschrieben hat, ich bin Studierende und habe 5 MOOCs abgeschlossen und 2 teilweise besucht. Und zwar aus eigenem Interesse und die waren hilfreich sowohl für Studium als auch für private Fortbildung. Und dann wendet eine Lehrende ein, aber eigentlich brauchen Studierende doch die Unterstützung von Lehrenden. Und diese Studentin schreibt dann, wer selbsttätig lernen will, der braucht den Dozenten an dieser Stelle nicht. Das ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass es klappen kann, nicht zwangsläufig klappen muss, aber dass das Internet einfach eine Menge Möglichkeiten bietet, das zu nutzen. Und zwar auf dieser Ebene des Lernens, auf der kognitiven Ebene zu unterstützen. Dies nur als Beispiel dafür, dass nicht nur durch Apps, auch durch zahlreiche andere Möglichkeiten, digitale Medien, nicht nur die Kognition, sondern auch die Metakognition unterstützen. Das sind einfach Apps, die zum Beispiel den Zugriff auf Online-Bibliotheken ermöglichen oder das Studium zu organisieren oder PDFs zu annotieren und umzustrukturieren, zum Beispiel als Mindmap und so weiter. Wir haben eine ganze Sammlung von solchen Apps, zu denen wir auch aufgerufen haben, Apps einzureichen. Sie finden also diese App-Sammlung auf eTeaching.org und ganz interessant ist dabei immer, dass diejenigen, die eingereicht haben, auch dazu schreiben, warum sie diese Apps empfohlen haben. Dazu komme ich gleich nochmal. Dritter Punkt. Also Kognition, Metakognition, Motivation. Das Thema Badges oder Belohnung für das, was man getan hat. Wenn es denn, in dem Fall ging es ja um freies und individuelles Studium, also wenn es dafür keine offiziellen ECTS gibt, wie kann dann das Lernen belohnt werden? Dafür hat die Khan Akademie, ein renommierter Anbieter von Lernvideos und so weiter, ein System von Badges, von Abzeichen, von Auszeichnungen für unterschiedliche Lerntätigkeiten entwickelt. Das beginnt beim Lesen, das ist, wenn man eine Prüfung abgelegt hat, wenn man so und so viele Videos angesehen hat und so weiter. Also es gibt diese Badges auf unterschiedlichen Leveln und offensichtlich motiviert es zumindest viele Leute, damit weiterzumachen und solche Badges zu sammeln. Das ist sowas wie ein Belohnungssystem, man könnte es auch als Gamification bezeichnen. Wir haben das bei einem Online-Kurs, den wir veranstaltet haben, und wir können ja auch keine ECTS oder sonstiges vergeben, mal ausprobiert und haben da Badges vergeben, wenn man an diesem 6-wöchigen Online-Kurs teilgenommen hat und zum Beispiel Veranstaltungen besucht hat oder sich beteiligt hat, also Online-Veranstaltungen besucht hat oder sich beteiligt hat durch schriftliches, durch Schreiben in Wikis oder in unserem Forum und so weiter, konnte man diese beiden Badges erwerben, Hörer, das niedrige für die geringere Leistungserbringung oder der Worker, es ging um Open Education Resources. Ja, also Badges auf 2 Leveln. So, hier unten sind die. Und die Teilnehmer haben das unterschiedlich bewertet. So. Wir sind hier auf Motivation. Eine Teilnehmerin hat in ihrem Blog, als sie dieses Badge bekommen hat, dann also voller Begeisterung geschrieben, ich bin ein Worker, und hier steht, das kann man jetzt wahrscheinlich auf die Entfernung nicht so gut lesen, ich habe dieses Badge bekommen und das war wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und eine andere hat aber geschrieben, ich habe auch dieses Badge bekommen
Und hier unten steht dann, obwohl es zwar nett ist, so ein Badge zu bekommen, ist aber ist es eigentlich weniger wichtig. Für mich war eigentlich viel wichtiger, dass ich mich jetzt mit dem Inhalt auseinandersetzen konnte und dazu viel Input bekommen habe. Das heißt also, man kann da keine allgemeinen Schlussfolgerungen draus ziehen. Für manche ist es wichtig, das hat auch jemand formuliert, so ein bisschen die Möhre vor der Nase zu haben. Für andere ist das irrelevant, aber es ist jedenfalls, es gehört zum Thema, wie motiviert man Lernende, die freiwillig schon was tun, vielleicht noch ein bisschen mehr. Thema Kommunikation. Hier auch der Hinweis auf eine Online-Veranstaltung auf eTeaching.org mit dem Thema Machen soziale Medien das Lernen sozialer. Referent war Christian Spannagel, ein in der deutschen Szene sehr bekannter Professor für Mathematik, Prorektor der PH Heidelberg, der sehr viel mit sozialen Medien tatsächlich auch macht. Dessen Fazit war, Social Media können für die Präsenzkommunikation und Kooperation eigentlich eher hinderlich sein. Das kennt wahrscheinlich jeder, wenn die Leute irgendwie nebeneinander sitzen und dann nur noch mit ihren kleinen Geräten beschäftigt sind und nicht mehr miteinander kommunizieren. Aber das Zentrale natürlich ist, sie können diese Kooperation und Kommunikation ermöglichen, wenn die Präsenz eben nicht da ist. Und das funktioniert eher, so sein Fazit, in informellen Settings. Außerdem ermöglichen diese Medien eben das Teilen von Content und sie ermöglichen es indirekt zu kooperieren, indem man zum Beispiel Links teilt oder Literaturhinweise teilt und so weiter. Hier das Zitat einer Studentin in einem Aufsatz auf eTeaching.org, die schreibt, wir haben in unserer Facebook-Gruppe vor Prüfungen ist es so, dass die Leute Videos hochladen, die sie gut finden. Und weil das von den Leuten aus der Gruppe kommt, nehme ich an, dass das gut ist und vertraue dem mehr und sehe mir die an zum Lernen. Und wenn ich selber was habe, dann setze ich das auch darauf. Und das ist eben auch was, was du sozusagen auf die eigene Initiative der Studierenden zurückgeht und von denen selbst initiiert worden ist. Kurzer Schnitt, wie viele Studierende nutzen sowas freiwillig? Wie sieht es mit der Mediennutzung aus? Hier ein Hinweis auf eine Studie, die im Hochschulforum Digitalisierung in Deutschland entstanden ist. Da hatten wir die Gelegenheit, uns anzuschließen an eine große Befragung unter knapp 27.500 Studierenden. Und die wurden nach ihrem Mediennutzungsverhalten gefragt. Und das wurde zugeordnet klassischen Medien, das heißt E-Mail, PDF, alles was Texte angeht und so weiter, Kommunikationstools, Assessment, multimediale Lerneinheiten und interaktive Tools, also sowas wie Wikis, Spiele, Games und so weiter. Und das Ergebnis war, dass ein sehr, sehr großer Teil der Studierenden hauptsächlich die klassischen Medien nutzt und alles andere fast gar nicht. Dann gibt es einen Teil, den man E-Prüfungsteilnehmende genannt hat. Die nutzen auch fast nur die klassischen Medien, die anderen auch wenig, mit der Ausnahme der E-Prüfungen. Ein bisschen hat man da so den Eindruck gehabt, das sind halt mein Kollege gesagt, die zu E-Prüfungen verdonnert worden sind, die halt machen müssen, weil die in der eigenen Hochschule von den Lehrenden angeboten worden sind. Dann gibt es welche, die Verteilung auch wieder nicht ganz ähnlich ist, aber die haben den Ausreißer hier bei den Videos oder bei solchen Audio-Video-Tools. Das sind welche, die das besonders gerne machen. Und von den 27.000 wirklich nur ein sehr kleiner Teil sind die digitalen Allrounder, die auf alles zurückgreifen, was sie im Netz nutzen könnten. Und das Fazit, was man daraus ziehen kann, ist, von selber nutzen die Studierenden diese digitalen Medien in der Regel nicht, außer diese kleine Gruppe der digitalen Allrounder. Alle anderen nutzen, was die Lehrenden ihnen eben vorschlagen. Und das ist natürlich auch pragmatisch. Also man geht halt so vor, nach dem, was man in der eigenen Umgebung nutzen kann und was da effektiv ist. Und damit komme ich dann eben auch zur Rolle der Lehrenden bei der Planung solcher Veranstaltungen. Also um das, was das begleitete Selbststudium und die digitalen Medien dabei angeht. Auch hier möchte ich zuerst eine Definition machen.
auch wieder im Hochschulforum Digitalisierung. Es ist ein dreijähriges großes Projekt gewesen in Deutschland letztes Jahr, in den letzten 3 Jahren und wird jetzt fortgesetzt, was ich sehr positiv finde. Wurden in einer Studie weltweit Lernszenarien ausgewertet und dann ja, sozusagen geclustert und kategorisiert. Und das Ergebnis war, es wurde quasi definiert, dass im Mittelpunkt drei zentrale Formen von Lernen mit digitalen Medien in der normalen Hochschullehre stehen. Das erste Konzept wurde Anreicherung genannt, das heißt in Anführungsstrichen normale Präsenzlehre und Anreicherung durch digitale Medien. Das zweite, Integration, der Wechsel zwischen digitalen Medien und Online-Medien, sowas, was man auch Blended Learning nennen könnte. Und das dritte, Online-Lernen. Da haben die Autoren der Studie gesagt, diese drei schließen sich gegenseitig aus, wobei ich nicht ganz sicher bin, Anreicherung und Integration, da sind die Übergänge meiner Meinung nach auch ein bisschen fließend. Ja, und dazu haben sie dann weitere Szenarien identifiziert, die so außenrum stehen und da, die können praktisch zu jedem andocken. Also jedes kann unterschiedlich auch nochmal kombiniert werden mit denen und davon ist Selbststudium ein zentrales. Und ich möchte jetzt darauf eingehen, wie das Selbststudium in diese zentralen Kategorien Anreicherung, Integration und Online-Lernen integriert werden kann. Ich möchte auch nochmal sagen, dass ich diese Kategorisierung sehr wichtig finde, weil man sonst häufig einfach über E-Learning oder Medieneinsatz spricht und die Begriffe gehen total durcheinander. Mit diesen Kategorisierungen kann man ziemlich stark eingrenzen, worüber spricht man denn? Und ich halte es für wichtig, weil man dann quasi hochschulübergreifend eine Art Rahmenmodell hätte zur Beschreibung von Lernszenarien. Die RWTH Aachen macht das in Deutschland. Die haben ein Förderprogramm, das heißt Exploratory Teaching Space, übrigens eine sehr spannende Sache, die fördern das Lernen mit digitalen Medien finanziell. Und die Bedingungen sind ganz schön. Die Projekte in Anführungsstrichen müssen nicht gelingen. Die einzige Bedingung ist, dass sie beschrieben werden müssen. Und dann muss auch beschrieben werden, warum sie vielleicht nicht gelungen sind. Und dann braucht es keins weiter an der RWTH mal zu machen und es wird nicht mehr gefördert. Und die haben eben diese Lernszenarien, die sie fördern, beschrieben anhand dieses Modells. Also die mussten immer zugeordnet werden und die finden Sie auf der Homepage der RWTH, die Steckbriefe dieser Projekte. Und da sehen Sie hier unten, dass man dann eben danach suchen kann, welche Lernszenarien die denn gerade beschreiben. Und dann findet man auch wieder den Steckbrief, was genau ist denn da passiert. Und diesen hier war einfach nur so exemplarisch. Also das wird in Vorlesungen und Übungen eingesetzt. Es handelt sich um Serious Games, es ist Online-Lernen, Selbststudium, Spiel und Simulation. Da hat man dann eben eine klare Kategorisierung, worum es geht. So. Jetzt einfach noch ein paar andere Beispiele. Es ging ja darum Präsenzlehre und Anreicherung. Hier als Beispiel einen, den wir auf eTeaching.org haben. Der Einsatz einer Mathe-App in der Präsenzlehre. Es handelt sich hier um einen Vorkurs, für den die Hochschule Offenburg eine App entwickelt hat, die dann in diesem Vorkurs in der Präsenzlehre eingesetzt wird. Und zwar so, dass die Studierenden anhand dieser App eben Aufgaben lösen können, Unterstützung bekommen, schrittweise und ja, das findet innerhalb der Präsenzveranstaltung statt. Aber alle, die das gemacht haben, sind offensichtlich nach der ersten Skepsis, die es natürlich auch gab, insofern begeistert, als die Studierenden viel aktiver die Aufgaben lösen können und vor allen Dingen, wenn sie das nicht können, irgendwie klarer beschreiben können, wo es denn hakt. Also es ist nicht nur das irgendwie, sondern es ist, also man kann dann sagen, an der und der Stelle komme ich mit der Erklärung nicht weiter, hier bin ich gelandet und dann kann man als Lehrender viel leichter offensichtlich Rückmeldung geben. Spannend fand ich, dass wir bei unserem Aufruf, uns Apps einzureichen, die beim Studium geholfen haben, diese selbe App von einem Studierenden eingereicht bekommen haben, der eben dann, das habe ich ja gerade auch schon erwähnt, gesagt hat, warum ich diese App empfehle, ist, dass sie mir unheimlich geholfen hat, nachdem ich erst wieder eingestiegen bin, dass sie schrittweise vorgegangen ist und dass ich sie dann eben nicht nur in der Präsenzveranstaltung verwendet habe, sondern
auch dann für mein eigenes Lernen weiter zu Hause. Und was wir dann hier haben, ist in der Präsenzveranstaltung diesen hochschuldidaktisch immer wieder viel beschworenen Shift from Teaching to Learning. Also das Übergeben, das in der Präsenzveranstaltung wirklich selber die Studierenden lernen lassen. Weiteres klassisches Modell geht jetzt schon ein bisschen über. Von Anreicherung zur Integration, das Konzept des Inverted Classrooms, sagt Ihnen das was? Dann nur schnell an dieser Stelle, also von der klassischen Veranstaltung, in der frontal Wissen vermittelt wird, so wie hier, und individuell nachbereitet wird, geht es in der geflippten Veranstaltung darum, dass sich die Lernenden individuell das Wissen im Vorfeld aneignen und dann gemeinsam nachbereiten. Und dazu digitale Medien zur Vorbereitung nutzen. Das ist ja didaktisch ein Modell, das im Moment in der Diskussion sehr stark im Vordergrund steht, würde ich sagen. Wir haben auf eTeaching.org eine längere Beschreibung dazu, bei der wir auch schon hervorgehoben haben, dass diese Selbstlernphase extrem unterstützt werden muss, zum Beispiel dadurch, dass die Studierenden Zeitpläne erhalten, dass es sowas wie Advanced Organizer gibt, dass es Anreizsysteme gibt, wie eben Übungsaufgaben und so weiter. Trotzdem melden viele Lehrende, die sowas mal probiert haben, dann zurück, dass es eben große Schwierigkeiten mit dem Inverted Classroom Modell gibt. Insbesondere deswegen, weil die Studierenden unterschiedlich vorbereitet sind, weil die Präsenzphase deswegen eben nicht vernünftig durchgeführt werden kann und dass die Bewertung der Studierenden für Flipped Classroom und auch die Noten nicht zwangsläufig besser sind. Das heißt in dem Fall, also ich wieder zurück auf das Setting kommt es an, nur das zur Verfügung stellen alleine reicht nicht. Ein Kollege bei uns am Leibniz-Institut für Wissensmedien hat es so formuliert, auf die Qualität der Implementation kommt es an und der schlägt folgende Unterstützungsmöglichkeiten vor, eben digitale Medien auch zur formativen Diagnostik, zum Beispiel zur Selbsteinschätzung, von denen er aber, deswegen steht das in Klammern, nicht sehr viel hält, weil es Studierenden häufig schwerfällt, sich selber einzuschätzen, aber insbesondere eben Kurztests und so weiter im Vorfeld schon durchzuführen, die zum einen aktivierend sind und zum anderen aber dem Lehrenden auch ein Feedback darüber geben, wo denn die Studierenden steht. Und die zweite Sache, die ich jetzt sehr spannend fand und bei ihm zum ersten Mal so gehört habe, ist, die Studierenden erklären zu lassen, also nicht nur rezipieren zu lassen, sondern eine Aufgabenstellung im Vorfeld, in der Vorbereitung, dass die Studierenden eben Kommilitonen erklären, worum es dabei geht, was sie da gerade gelernt haben und dieses Erklären festzuhalten. Er hat ein großes Plus festgestellt dabei, wenn man das mit kurzen Videos machen lässt. Quick and dirty, mit dem Handy aufgenommen, jemandem zur Verfügung gestellt, von dem Feedback bekommen, ist das angekommen, hat offensichtlich einen großen Lernzuwachs gebracht. Noch ein Beispiel, wobei mit Blick auf die Uhr muss ich mich beeilen, glaube ich. Ein Beispiel von eTeaching.org. Wir haben einen Werkstattbericht darüber, wie an der Universität Freiburg medizinische Kurse verändert worden sind. Und zwar war das ein Formulaturreifekurs, der im 5. Semester durchgeführt wurde und der hatte schon eine Vorveranstaltung im 2. Semester. Und für diese Veranstaltung gab es für die Studierenden immer Printmaterialien zur Vorbereitung. Und dann stellte man aber fest, es gab immer nur so Kick-Off-Veranstaltungen, dann mussten die selbstständig lernen, dann gab es diese Untersuchungskurse Praxis, in der Praxis. Es ist deutlich so, dass der Kenntnisstand eben bei den Präsenzphasen sehr unterschiedlich war. Außerdem gab es unterschiedliche Lehrende, die unterschiedliche Lehrmeinungen vertraten und die Lerngruppen waren sehr heterogen. Dann hat man eben angefangen, parallel für beide Kurse Videos zu entwickeln und die allen zur Verfügung zu stellen und zusätzlich E-Prüfungen, E-Tests einzusetzen auf unterschiedliche Weise. Das ist bei uns beschrieben, wie sie das gemacht haben und auch wie die Videos aufgenommen worden sind. Einfach nur mal als Beispiel. Und das ist jetzt ein klassisches Beispiel für Blended Learning. Unterschied zu Flipped Classroom wäre, da fällt keine Präsenzzeit aus, sollte nicht. Also das ist einfach die Anreicherung der Präsenzzeit. Blended Learning, eigentlich irgendwie so eine Abwechslung zwischen
Präsenz- und Online-Lernphase, also klar abgegrenzt. Weil Video jetzt das Stichwort war, noch mal ganz kurz auch aus einer Studie von Studierenden, die nachgefragt haben, wie müssen denn die Videos überhaupt aussehen, mit denen ich am besten lernen kann. Und da war das Votum, fand ich spannend, eindeutig. Die hochwertige Qualität oder die Professionalität spielte nur eine relativ geringe Rolle. Am wichtigsten war den Studierenden, dass es didaktisch eingebunden war. Also, dass die Lehrenden darauf hingewiesen haben und eben diese Empfehlung durch die Lehrenden war auch nochmal sehr wichtig für die Studierenden, weil dann eben klar ist, dieses Video ist offensichtlich so gut, dass ich dem vertrauen kann und außerdem muss ich nicht selber aufwendig nach Videos suchen, da weiß ich schon so ein bisschen, dass ich mich darauf verlassen kann. Nur der Vollständigkeit halber, weil ich bin ja jetzt an den drei Hauptszenarien runtergebrochen, also Präsenzlehre und Selbststudium, Integration und Selbststudium und jetzt nochmal reines Online-Lernen, ist natürlich relativ selten, kommt im Prinzip nur bei Fernstudiengängen vor. Deshalb hier auch nur exemplarisch bei uns ein Erfahrungsbericht einer Studentin im Fernstudium. Dem finde ich interessant, die Reihenfolge der Gliederung, die beginnt mit Grundlage ist das LMS, also das Lernmanagementsystem, wo ich alles finde. Und dann kommt schon die Betreuung mit der Betonung, dass die Lehrenden so eine Art Vorbild dafür sind, wie man denn eben mit dem Lernen umgeht und wie man die Medien nutzt und so weiter. Dann kommt Thema Medienvielfalt und da betont sie, also eigentlich sind die Fernstudienmaterialien an der Fernuni Hagen immer noch Studienbriefe, inzwischen digital, aber auch nicht unbedingt. Und dazu kommen noch andere. Also es müssen nicht unbedingt die super toll produzierten Medien sein, sondern es kommt darauf an, zwischen unterschiedlichen Materialien wählen zu können. Sie beschreibt dann zum Beispiel, dass sie mit Audios eigentlich nicht viel anfangen kann, aber dass ihr zum Beispiel Online-Präsenztreffen ganz wichtig sind, sowas wie Virtual Classroom, und dass es einfach die Mischung aus den unterschiedlichen Medien macht. Und dann auch die Möglichkeit, in ihrer verteilten Lerngruppe auf die Entfernung eben sich schnell kurz schließen zu können. Thema, auf das ich wenig eingegangen bin bisher, was häufig sonst im Vordergrund steht, ist, woher kommt der multimediale Content? Das ist immer so eine Frage. Contentproduktion, multimedialer Content kann sehr stark unterstützen, aber die Produktion ist aufwendig. Ja, ich möchte da tatsächlich absichtlich nicht unbedingt intensiv drauf eingehen. Viele Hochschulen bieten inzwischen Unterstützung bei der Produktion an. Sie hatten ja die Events auf eteaching.org erwähnt, die vor kurzem stattgefunden haben. Das fand ich ganz spannend. Da hatten wir drei Referenten eingeladen, an deren Hochschulen sehr aufwendig Content produziert wird, auch mit unterschiedlichen technischen Unterstützungsangeboten. Und als wir dann gefragt haben, worauf würden Sie denn am ehesten verzichten oder am wenigsten verzichten, welche Möglichkeit würden Sie am wenigsten weglassen, da hieß es, das didaktische Konzept ist am wichtigsten. Darauf würden wir am wenigsten verzichten. Das hatte ich gerade bei diesen Referenten eigentlich nicht so erwartet. Und deswegen möchte ich eben dann auch sagen, Produktion kann quick and dirty sein. Wir haben das eben gesehen bei der Bewertung der Videos durch die Studierenden. Und dasselbe findet man auch in Publikationen zum Inverted Classroom, wo es dann heißt, I don't need it perfect, but I need it on Tuesday. Und das wird geschätzt von den Studierenden, dass es einfach da ist und dass sie das Gefühl haben, es ist für sie. Und die technische Superqualität, darauf kommt es nicht an. Auf die inhaltliche Qualität kann man nicht verzichten, aber die technische Umsetzung ist nicht das Zentrale. Ja. Open Educational Sources nutzen, möchte ich natürlich auch betonen. Hier war gestern in Graz das OER-Festival, das erste österreichische OER-Festival, also die Möglichkeit, frei zur Verfügung stehende Bildungsmaterialien aus dem Netz zu nutzen. Und last but not least möchte ich natürlich auch erwähnen, auch die Studierenden können Content produzieren. Ich habe das eben erwähnt mit den Handy-Videos, die im Rahmen dieses Flipped Classrooms erstellt worden sind. Wir haben seit gestern diesen Erfahrungsbericht auf eteaching.org, den ich auch sehr schön fand, wo eine Dozentin Studierende in einem Wiki hat schreiben lassen und auch für eine konkrete Zielgruppe
Das ging um linguistische Themen. Und die haben für eine Schülergruppe diese Inhalte eben im Wiki erklärt. Und das war so ein Prozess, erst mit den Kommilitonen ist der Text so okay. Dann auch, wie schreibe ich denn für eine andere Zielgruppe, die jetzt kein akademisches Publikum ist. Also das ist wieder dieses Erklären gewesen, diesmal nicht als Video, sondern als schriftlicher Text mit viel Feedback, durch das man eben offensichtlich auch viel lernt. Ja. Kultur des Teilens möchte ich hier an der Stelle noch erwähnen, also alles das, was sich so im Internet entwickelt, dass man eben auch viel abgibt und auch viel nutzen kann. Vielleicht ist das sogar fast noch der schwierigere Prozess, nicht nur abzugeben, sondern auch Materialien anzunehmen, die man da finden kann. Das ist in der universitären Kultur häufig noch nicht so richtig stark entwickelt. Ja, zum Schluss möchte ich noch erwähnen, was natürlich auch wichtig ist, das Prüfen und hier das sogenannte E-Portfolio, also Lernleistungen digital zu sammeln. Das ist sowas wie einfach digitale Lernmappen, die man unterschiedlich gestalten kann. Hier einfach ein Beispiel aus der Universität Bremen, die das ein bisschen vorstrukturiert haben und die Studierenden aufgefordert haben, zu Anfang die Lehrenden aufgefordert haben, zu definieren, was die Studierenden nachher können sollen. Und zwar als ich kann nach der Einheit das und das. In Anführungsstrichen nicht nur die Kompetenzen zu definieren, sondern es aktiv aus der Rolle der Studierenden als ich kann zu formulieren. Und dann können die Studierenden einfacher darauf reagieren und man kann die Lehrveranstaltung darauf abstellen, dass man eben genau diese Dinge aufgreift, Stichwort Constructive Alignment, also den Studierenden vorher auch klar machen, worum es in der Prüfung geht und was sie lernen sollen und dieses Abstimmen der Inhalte, die in der Prüfung sind und die in der Lehrveranstaltung sind, viel stärker zu verzahnen. Über Prüfungen kann man sicher noch viel, viel mehr sagen, aber ich möchte das trotzdem jetzt dabei belassen. Zum Schluss noch eine Übersichtsfolie der Fernuniversität Hagen. Die habe ich jetzt mal digitale Medien für alle Zwecke genannt. Hier sind eben einfach noch eine ganze Menge aufgelistet. Digitale Medien, die man für Dinge einsetzen kann, die ich jetzt nicht verwendet habe, zum Beispiel bei der gemeinsamen Erstellung von Referaten oder Karteikartensysteme oder. Das wird Ihnen nachher zur Verfügung stehen. Und dann komme ich zum Fazit. Also, digitale Medien erleichtern und erweitern die Möglichkeiten von Studierenden, selbstreguliert und selbstgesteuert auf Lernmaterialien zuzugreifen, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen und das eigene Wissen zu prüfen, darüber zu kommunizieren mit den unterschiedlichsten Personengruppen und ihr Lernverhalten zu reflektieren. Und für Lehrende bieten sie die Möglichkeit, die Studierenden nicht mit dem Selbststudium alleine zu lassen, sondern die Präsenzlehre und die Selbstlernphasen stärker zu verzahnen, motivierende Lernmaterialien zu erstellen, aber vor allen Dingen auch Unterstützungsangebote und Feedback. Aber sie werden immer noch nicht in dem Umfang genutzt, in dem das möglich wäre. Deswegen ist das Fazit quasi wie immer, das Selbststudium funktioniert nicht von selbst und die Mediennutzung funktioniert nicht von selbst. Ich sage jetzt mal in Klammern auch, häufig heißt es, Medien sind ja kein Selbstzweck, die sollte man nur einsetzen, wenn sie wirklich einen Mehrwert bringen. Das stimmt fast, würde ich sagen, weil in gewisser Weise finde ich, sind die Medien doch ein eigener Zweck, denn nach dem Studium werden die Studierenden mit digitalen Medien weiterlernen, ihr Leben lang. Lebenslanges Lernen. Und da werden Sie auf die Medien zugreifen und müssen dann wissen, wie man damit, ich sag mal, akademisch redlich umgeht und nicht einfach die ersten paar Treffer bei Google nutzt und so weiter. Insofern hat die Anleitung zum Selbststudium mit Medien auch einen Zweck, der über den aktuellen didaktischen Inhaltlichen hinausgeht, meiner Meinung nach. Insgesamt ist es aber so, wie gesagt, dass das nicht von selber funktioniert, sondern gemeinsam umgesetzt werden muss von Lehrenden, Studierenden. Stichwort neue Lehr-Lernkultur, das sagt man natürlich immer so doll, aber ein paar Stichworte habe ich genannt in meinem Beitrag. So. Shift from Teaching to Learning, Constructive Alignment, neue Aufgabenkulturen, Kulturen des Teilens. Ja, und die Frage mit dem eigenen Selbstverständnis,
Das ist natürlich eigentlich so das größte Hindernis. Wie gehe ich als Lernender mit meiner Rolle um? Will ich überhaupt der Lernbegleiter sein? Verstehe ich mich anders und wie ändert man das? Eventuell muss man das ändern. Das ist eben auch eine Frage der Reflexion der eigenen Rolle. Und deswegen möchte ich auch sagen, das habe ich jetzt so ein bisschen, das klingt so, als ob es auf die Lehrenden und Studierenden alleine ankommt, als ob das jetzt quasi eine individuelle Anforderung an die wäre. Das ist natürlich auch eine Frage von Qualitätsentwicklung an den Hochschulen und gehört in den Gesamtrahmen hinein und gehört zum Beispiel zu so Sachen wie, welche Unterstützungsprozesse gibt es in der Curriculumentwicklung und Feedbackmechanismen und Produktion von Medien und so weiter. Also das ist jetzt keine Sache, die nur auf die Studierenden und Lehrenden abgewälzt werden soll, sondern das wäre eine Gesamtaufgabe der Hochschule. Ja, und damit bin ich jetzt am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Hinweise. Applaus